Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, wir werden jetzt zum Hof fahren und die Brocken einlagern. Das heißt, erstmal Tür zu machen. Es ist nämlich kalt draußen. Und starten. Können wir über das Feld fahren, ne? Ist ja unser jetzt, ne? Wenn man es nicht so häufig macht, geht das. Aber man sollte es eigentlich vermeiden. Wegen der Bodenverdichtung, ne? Das ist, wenn man ständig über eine selben Fläche fährt, bei Feldausfahrten und so oder Einfahrten, ist das schon auf Dauer schlecht, ne? Weil genau da am meisten der Boden zusammengepresst wird und das ist, für die Pflanzen ist das nicht gut. Weil die Wurzeln haben dann Probleme, überhaupt da durchzudringen, ne? Wenn überhaupt. Aber irgendwo muss man ja ums Feld fahren, ne? So, gucken wir mal, ob ein Auto kommt. So. Rechts sehe ich immer keinen. Hat er dann dieses Gebüsch gemacht. Rüber. Junge, rüber. Gas geben. Keine Zeit. So, anscheinend muss er gerade zum Berechnen, ne? Das ist der Grund. Aber die wollen ja so ein bisschen was machen beim Update im März. Da wollen sie etliches verbessern und neue Fruchtsorten sollen dazu kommen, ne? Raps. Hafer und Sonnenblumen. Bitte. Lass das. Katzenleben gefährlich. Aber die mögen die Freiheit, ne? Also eine Katze einsperren geht nicht. Bringt nichts. Das wollen die nicht. So. Bremse kurz. Ja. Start. So, gucken wir mal. F1. Fahrzeug. 4 Mitarbeiter könnte ich haben. Das sind unsere Felder hier im Besitz. Wie gesagt, 3. 4. Die 3 haben wir schon fertig. Die 5 und die 6 teilweise. Wie man sieht, hier düngermäßig könnte man ein bisschen mehr, ne? Aber gut. Das ist natürlich hier oben. Ja, ist auch nicht besser. Blöd wäre auch, wenn zum Beispiel jetzt zu viel wäre im roten Bereich, ne? Das wäre auch blöd. So, was haben wir noch Schönes? Angestellte. Schön. Geld. Einnahmen, Kredite, Einzelkredite, Fahrzeugverkauf, Förderverkauf. Fahrzeugkauf. Dünger, ne? Dünger ist teuer. Ist aber das Einzige, was wir ausgegeben haben zurzeit. Tiere haben wir keine. Kaufen wir auch nichts. Felder. Aufgaben? Keine. Karte. Ah, da kann man die Karte sehen. Das sind die Felder, die wir haben. Ja. Dann würde ich höchstens nochmal in Zukunft diese Felder kaufen hier, die jetzt hier dicht dran sind, ne? Größere Felder sind hier noch in dem Bereich, ne? Das sind ein bisschen größer. Ja, dann ist auch schon da, geht's auch noch, ne? Das sind auch so ein paar Zelte, die man gut finden könnte, ne? Aber die haben alle also so eine blöde Form, ne? Das ist ja so schwierig halt, ne? Quest haben wir nicht. Kalender. Hier ist der Kalender. Heute, ne? Den dritten haben wir.
Um 12 Uhr kommt Regen. Fahrer sofort. Ach so. Gut. Kommt um 12 Uhr Regen, dann müssen wir Gas geben. Na, bis 10 wollen wir eh. Will ich eh durch haben, die ganze Ernte. Jetzt haben wir 8:45. Feiern. Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Katze von Haus. Das dauert noch ein bisschen, bis ich nach Hause komme. Bis es Futter gibt. Ja gut, Tiere sind hier, Katzen und Hund und Hahn ist hier symbolisch. Also da muss man nichts machen. Alles gut. So wie die Wildtiere halt hier auf dem Feld rumlaufen, Reh und Hase oder Kaninchen. Na, kommt Auto? Hofft man nicht, ne? Hab nicht guckt. Aber einen zweiten Anhänger wäre nicht verkehrt. Das würde ein bisschen uns Zeitersparnis bringen bei der Ernte. Und wiederum wären das Ganze ist ja so. Wir ernten einen Tag einmal im Jahr, brauchen einen Anhänger für und dann verkaufen wir, ne? Klar, logisch. Aber ansonsten wäre ein zweiter Anhänger nur kosten würde, ne? Und das Geld werden wir sicherlich verdienen dafür, aber wie gesagt, das ist ja auch, ist ein Feld bald besser dran, ne? Neues Feld würde ja im Prinzip dann wiederum Ertrag bringen, ne? So. Ja, diesmal fahren wir ein bisschen weiter. Und nun wieder Drescher. Extra starten. So, einsteigen. Haben wir hier zwei Kameras. Nee, der andere ist ja der Anzeige für Geschwindigkeit und so. So, C. Kurz entleeren. Und dann können wir gleich weiterschreiten zur Tat und 1, 2, 3, 6. Also ich möchte ganz gerne heute wieder bis Freitag fertig kriegen und im weiteren Verlauf bis auch Samstag und Sonntag. Also im Prinzip, dass ich da, dann müssen wir rechts fahren, dass ich da immer mit LS gleichziehe und immer Samstag und Sonntag schon fertig habe. So, Lenkung an. Und dann geben wir nur Gas. Aber nicht so viel. Ja, die Ernte. Nicht so viel gesagt. Ja, die Ernte noch einbringen. Dann später verkaufen. Zeit überbrücken, schlafen und dann später wieder umgruppen, ne? Teller zum Beispiel, ne? Das habe ich dann so vor jetzt, ne? Hier. Aber die Ernte möchte ich gerne jetzt die nächsten Aufnahmen fertig machen, weil das ist dann abgeschlossen. Egal, ob ich das umschaffe jetzt in Folgen oder nicht, den Rest würde ich dann fertig machen. Das ist ja eigentlich immer blöd, ne, weil man ja nichts anderes machen kann. Beziehungsweise der Arbeitsprozess dauert halt, wie es dauert, ne. Wenn der LS jetzt keine Mods hätten, dann müssten wir auch vieles alleine machen, ne. Gut, dann würden wir Helfer einstellen, dafür einen Klick und erledigt. Und ich würde dann abfahren. Aber das ist nicht so, ne. Hier ist das nicht so. Hier muss man vorher alles vorher einplanen. Das heißt, wir müssen praktisch pro Feld
jemanden losschicken, ne? Das würde die Sache ganz schön teuer machen, also. Klar, könnte ich sagen, wir machen Abfahrer, ne? Da könnt ihr mal nebenbei abfahren. Aber ich sag mal so, das muss auch bezahlt werden, ne? Wenn wir den Ertrag der Ernte dafür aufbringen müssten, wäre das auf Dauer schlecht, ne? Auch hier im Spiel will ich ja weitere Felder kaufen, um zu wachsen. Entschuldigung. Sonst kommt nichts, ne? Verdienst ist nicht so rosig, ne? Ja, so allgemein Lage der Bauern im Realleben ist auch nicht rosig für viele. Aber viele haben das System noch nicht verstanden. Hier heißt es im Grunde wachsen. Das heißt wachsen heißt mehr Landfläche, also die man dann bearbeiten kann, um mehr Erträge zu verkaufen. Aber das ist ja das Problem. Es gibt nicht mehr Land. Gegenteil. Mehr Land verschwindet im Prinzip, ne? Da bauen die einfach mal so ein Wohngebiet hin, zum Beispiel. Land ist weg. Und wenn du weniger Land hast, kannst du weniger arbeiten. Und wenn du weniger arbeiten kannst oder du darfst, dann hast du irgendwann auch weniger Geld, ne? Ja, logisch. Denn von nichts kommt nichts, ne? Und wenn das die Bauern verstehen würden, wie das Ganze funktioniert mit dem Geld und so, dann wüssten die auch, wo sie den Schuldigen suchen müssten. Und zwar beim Geldsystem. Denn der Bauer verkauft hier an den Händler. Und der Händler will ja auch noch verdienen. Und das ist das ganze Problem. Und der Händler kann auch im Weltmarkt einkaufen. Und dann wird das, heißt es der Weltmarktpreis, ne? Aber ich sag mal, die Landwirte und Industriebetriebe eigentlich schon fast, die große Flächen haben, die haben eine ganz andere Relation an Kosten als so ein kleiner Landwirt, ne? Wie gesagt, wenn ich ein großes Stück Ackerland habe und große Maschinen, und wenn das noch eines Tages so ist, dass sie automatisch fahren können, das ist eigentlich schon möglich, dann heißt es für die, jo, dann macht einer im Prinzip zwei, drei Maschinen über eine Fernsteuerung, dass sie programmiert sind, überwacht die im Prinzip nur. Und dann ernten die eigentlich vollautomatisch, ne? Und dann können die auch andere Preise nehmen, weil die großen Maschinen sind mit großen Geräten viel produktiver als mit kleinen Geräten, ne? Und die haben eine ganz andere Auslastung der Geräte, ne? Darum geht es ja dabei, ne? Also je mehr ich verkaufen kann und je mehr ich von Land runterholen kann, umso mehr kann ich dabei verdienen. Wenn ich nur kleine Flächen habe, ist der Arbeitsaufwand viel größer, als wenn ich große Flächen habe. Und da sind die Flächen, die in Kanada zum Beispiel oder in USA oder auch Russland richtig groß, ne? Also das ist hier, guckt mal hier, so hier, wo man Ende, nicht zu sehen, ne? Ja, und das müsste eigentlich der Staat sagen, hallo, wir wollen den einheimischen Bauern, also im Prinzip Produkte von zu Hause haben, nicht vom Ausland. Ja, dann muss ich aber auch sagen, ja, dann ist die Exportindustrie, die wir haben, zum Beispiel Autoindustrie, da hängt das mit zusammen, weil die wollen exportieren in die Länder und dann die anderen sagen sie, naja, ne, wir wollen ja auch umgekehrt Waren auch verkaufen, wir wollen ja im Prinzip alle irgendwo Geld verdienen. Und da ist nämlich der Hase vergraben, ne, also. Im Grunde opfert man den Bauern für die Exportindustrie der großen Industrie. Das sagt ja mal keiner, aber im Grunde ist das so.
Das ist das Unehrliche bei der Politik. Aber wie gesagt, ich gebe einen kleinen Tipp. Wenn die Bauern eine eigene Partei gründen und sich zur Wahl stellen, würden nur 7-8% bekommen. Rein theoretisch. Keine der großen Parteien kann denn um diese Partei herum. Und dann können sie im Prinzip ihre Forderung umsetzen, ne? Zum Not in der Regierung halt, ne? Denn jetzt wird viel versprochen und nichts gemacht. Man macht immer neue Vorschriften. Aber die Herrschaften in der Regierung, die ja von der Landwirtschaft im Prinzip keine Ahnung haben mehr, ja, denen ist das wurscht, die verdienen ihr Geld. Wo ist er? Und die Glöckner hat höchstens einen Weinberg, was ich weiß. Und das ist kein Vergleich. Das ist. Dieser eine eigene Vertretung im Bundestag. Dann müssen halt die Bauern halt alle ihre Bauern wählen. Und dann können die das viel besser durchsetzen, als wenn sie nur demonstrieren. Ne? Demonstrieren und ja. Jetzt mal eine Woche ein bisschen Tambu in Berlin und das war's. Ne? So, ich war, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ja, die Folgenlänge ist da und wir sind gerade fertig mit am Bunkern, mehr oder weniger. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit der Ernte. Und hoffe mal, ja, morgen werden wir noch nicht fertig werden, noch nicht ganz. Aber wie gesagt, wenn ich die Folgen voll habe, würde ich den Rest dann offline fertig machen. Ja, dann mal tschüss, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.